Super. Willkommen zurück bei GreenTech Live. Ich bin Jochen Siegler hier in Hamburg, heute bei Signify. Größter Lichthersteller der Welt, ehemals Philips Lighting, macht auch ganz viel mit Gebäude natürlich. Und Gebäude ist unser Thema. Caroline ist Expertin für zirkuläres Bauen, sage ich jetzt mal im Überbegriff. Caroline, du korrigierst mich. Kannst du mich hören? Caroline, kannst du mich hören? Ich sehe dich. Der Ton schwankt. Mal leise, mal laut. Der Ton schwankt? Ja, im Sinne von mal leise, mal laut. Du bist bei uns an der Regie. Sekunde hier. 1, 2, 3, 4. Test, Test, Test. Hört ihr mich? Ja, absolut. Ich bin illusiert von deiner Stimme, Jochen, wie immer. Sehr schön. Caroline, du bist hier eingerahmt in unserem Setup, indirekt virtuell zumindest. Berti ist ein toller Freund und Kollege, der alles weiß, wenn es um Technik und so weiter geht. Deshalb dachte ich, den hole ich mal mit dazu heute. Ich wusste nicht so ganz genau, über was wir reden, aber du hast viel Erfahrung, wenn es um zirkuläres Bauen und so weiter geht. Und ich hoffe, du hast eine kleine Präsentation für uns dabei, dass wir uns was anschauen können. Wir hatten ja ein nettes Vorgespräch und leider konntest du heute nicht kommen. Irgendwas geht rum in Hamburg. Wir hatten viele Ausfälle leider. Schade, ja. Aber schön, dass ihr in Hamburg seid. Schön, dass ihr da seid. Ja, immer gerne. Super. Soll ich direkt mal teilen und loslegen? Sehr gerne. Okay. Dann. Ah, nee. Moment. Genau, dann könnt ihr mir vielleicht kurz sagen, ob ihr meinen Bildschirm seht. Ja. Jawohl, perfekt. Super. Liebe Caroline, deine Bühne. Ja, vielen Dank. Genau, ich bin Caroline Habt. Ich bin Prozessbegleiterin für zirkuläres Bauen und begleite die Baubranche dabei, anders zu bauen, morgen anders zu bauen als gestern, morgen anders zu planen sozusagen. Und da begleite ich sowohl Produktherstellende als auch Bauherren, Projektentwickler, Architekturbüros, genau, alle werden wahrscheinlich morgen anders planen müssen als gestern und das ist ein sehr spannender Prozess für alle. Ja, und genau, vielleicht habt ihr jetzt erwartet, dass ich was zum zirkulären Bauen erzähle. Ich möchte aber heute die Bühne nutzen, um weniger auf die technischen Sachen einzugehen, als vielmehr auf die zwischenmenschlichen und bin überzeugt, dass es neben dem technischen Fortschritt, den wir brauchen, neben den anderen Materialien, die wir brauchen, andere Fügetechniken und so weiter, eben auch einen Wandel im Kopf brauchen und den vielleicht sogar zuerst. Und genau, deshalb möchte ich hier über die Bauwende sprechen, aber aus einer anderen Perspektive. Nochmal ganz kurz ein paar Zahlen, die euch wahrscheinlich schon bekannt sind, aber immer wieder schockierend sind und zeigen, warum wir da ganz viel tun müssen und warum wir in der Baubranche einen riesen Hebel haben. 55% des Abfalls kommt aus der Baubranche. 40% der CO2-Emissionen weltweit werden durch Gebäude verursacht. Ein Großteil durch den Energieverbrauch. Und da kann man einiges tun. Aber immerhin 11% auch durch die Baustoffherstellung. Ganz schön schockierend. 8% allein durch die Zementherstellung. Ja, und 50% der Rohstoffgewinnung sind Baumineralien. Das hatte der Christoph vorhin auch erwähnt. Das ist sehr viel. Das heißt, wir müssen etwas tun. Und es gibt, wie gesagt, auch schon Materialien. Es gibt das Thema zirkuläres Bauen, mit denen wir diese Probleme angehen können. Aber ja, es braucht auch noch was anderes. Und ich habe vier Vorschläge mitgebracht, von denen ich überzeugt bin, dass die Bauwende noch schneller voranbringen können, wenn wir uns mit denen mal beschäftigen. Genau. Folie. Ah, okay. Genau, Nummer 1, aufhören lernen. Ja, Einsicht zu zeigen und zu sagen, das, was wir gestern gemacht haben, das, was wir gestern gebaut haben oder vor 10 Jahren, das können wir mit dem Wissen heute so nicht mehr bauen und planen. Diese Einsicht und diese Größe zu zeigen, ist nicht selbstverständlich, aber ich bin davon überzeugt und sehe das, dass wenn man das einmal tut, dass sich dann Türen öffnen und man Dinge morgen anders macht. Aber wirklich die Einsicht zu sagen, okay, was ich gestern gebaut habe,
war einfach falsch, war nicht richtig, war vielleicht in dem Moment richtig und das kann man auch wertschätzen, gar keine Frage, aber eben das loszulassen, zu sagen, ich öffne mich für neue Sachen, es müssen Dinge anders passieren und ich möchte da auch meinen Beitrag leisten. Aber warum steht da aufhören, lernen und nicht aufhören einfach? Ja, wenn jeder mal an sich selbst denkt und überlegt, wann habe ich denn zuletzt mal etwas aufgehört? Also wann hatte ich die Einsicht, okay, das ist jetzt nicht so gut, sollte ich aufhören? Dann, ja, klassisches Beispiel, rauchen oder ich habe mal versucht, auf Zucker zu verzichten. Ist nicht so einfach, fällt uns sehr schwer. Und Harald Welzer, der Soziologe, hat ein spannendes Buch geschrieben, das heißt Nachruf auf mich selbst. Und da beschreibt er das, wie das in unserer Kultur verankert ist, dass uns das Aufhören sehr, sehr schwer fällt. Dass wir kein Verhältnis eigentlich zu der Endlichkeit haben und kein Verhältnis zum Aufhören. Und deswegen finde ich den Begriff ganz schön, aufhören zu lernen. Also lasst uns sehen, dass es schwer ist, aber lasst uns das gemeinsam angehen und sagen, okay, gestern war falsch, also hören wir jetzt damit auf. Number one. Nummer zwei, mitmachen. Aktuell läuft es so, dass wir in den Unternehmen oder auch in Bauprojekten oft einen Nachhaltigkeitsmanager haben und der Meinung sind, dass das dann damit erledigt ist. Die Nachhaltigkeitsmanager und Managerinnen sind leider oft nicht so beliebt, weil sie natürlich weitere Anforderungen mitbringen, eine Veränderung einfordern. Und das bei der Komplexität von Bauprojekten grundsätzlich schon noch on top sehr schwierig ist. Und ja, das ist ja schade, weil die Aufgabe sehr komplex ist und weil natürlich die Nachhaltigkeitsmanager das alleine nicht hinkriegen. Also es ist extrem wichtig, dass jeder für sich die Frage stellt, was bedeutet in dem Fall zirkuläres Bauen für meine Expertise? Was bedeutet das, wenn ich Tragwerksplanerin bin, wenn ich Bauphysiker bin? Was bedeutet das? Welche anderen Dinge muss ich mitdenken? Wo kann ich einen Beitrag leisten? Was verändert sich? Wo muss ich vielleicht mal recherchieren? Wo muss ich nachfragen? Und das ist ganz, ganz wichtig. Man sieht das hier auch an dem Boot. Wenn da nicht alle mitmachen, dann kommen wir nur sehr langsam ans Ziel oder vielleicht auch nicht in die richtige Richtung. Und deswegen mein Plädoyer zum Mitmachen. Denn das macht am Ende auch Spaß, wenn wir selbst mitgestalten können. Ja, ehrlich sein. Transparenz. Gar nicht so einfach, wie man sieht. Und ich kenne inzwischen keine Webseite mehr von einem Bauprodukthersteller, wo ich nicht das Wort klimaneutral, klimapositiv, ökologisch, nachhaltig auf der Startseite sehe. Und wenn ich das so überall sehe und dann nochmal an die Folie ganz am Anfang denke, dann denke ich, komisch, irgendwas passt da nicht zusammen. Ja, und das ist ein sehr großes Hemmnis für viele Planende, weil sie sehr, sehr tief reinschauen müssen, bis sie wissen, was ist denn überhaupt in einem Produkt drin? Und das soll das Bild hier auch veranschaulichen, dass es nicht wie bei einem Joghurt ist, wo man die Zutatenliste immer hinten drauf hat, sondern da muss man sehr tief reinschauen in EPDs oder Datenblätter oder eben nachfragen. Man weiß oft nicht, was drin ist. Und das erschwert das nachhaltige Bauen extrem. Und ich frage mich auch, naja, wenn man das nicht darstellt, was drin ist, woher soll man dann auch wissen, dass man vielleicht noch eine Lösung anbieten kann? Also ich würde mir wünschen, dass Produktherstellende zum einen zeigen, was drin ist, und vor allem auch zum anderen zeigen, wo haben wir es noch nicht geschafft? Wo brauchen wir noch eine Lösung? Wo kommen wir aktuell an unsere Grenze? Aber wir wissen, dass es anders gehen muss. Und wenn ich das transparent mache auf meiner Webseite, dann können ja die, die eine Lösung haben, mich ansprechen. Also mein Plädoyer für mehr Transparenz und mehr ehrlich sein. Und last but not least, das kommt allen, glaube ich, bekannt vor, Copy-Paste. Das Ego ein bisschen hinten anzustellen und zu sagen, ich mache was andere schon gemacht haben. Ich kopiere das einfach. Erstmal 1:1, Copy-Paste. Und dann seht ihr da aber eine dritte Taste, die ich markiert habe. Und das soll die symbolisieren für das Copy-Paste and Improve. Also etwas zu übernehmen, etwas zu kopieren und weiterzuentwickeln. Ja, das ist, aber das können wir tun, indem wir sagen, ja, es gibt ein Projekt, wo schon gebrauchte Baustoffe eingesetzt wurden,
gerade im Innenraum, dann sage ich, okay, dann frage ich die, spreche mit denen, mache das 1:1 genauso und versuche ein Feld noch weiterzuentwickeln, wie zum Beispiel die Wiederverwendung von Gebäudetechnik, das gibt es aktuell noch gar nicht oder nicht, dass ich wüsste, und versuche mich dem Thema zu stellen und das weiterzuentwickeln und dann auch mein Wissen zu teilen. Ja, diese vier Forderungen oder Vorschläge möchte ich hiermit als Impuls reingeben und kann mir vorstellen, dass so der Wandel im Kopf vielleicht ein bisschen schneller geht und damit auch die Bauwende. Und wer weiß, vielleicht haben wir dann ja schneller als wir denken die Baubranche nicht mehr als Abfallursache, sondern vielleicht liefert ja die Baubranche künftig sogar Nährstoffe. Vielleicht nimmt die Baubranche CO2-Emissionen auf und alle Rohstoffe, die dafür verwendet werden, sind aus rezyklierten oder nachwachsenden Rohstoffen. Und das Ganze vielleicht schon 2035. Genau. Okay. Berti, was hast du für Fragen? Vielen Dank, Caroline, für diesen interessanten Vortrag. Das gibt mir tatsächlich zu denken. Und am meisten denke ich gerade auf dem Thema Mitmachen drum. Das höre ich öfters, das ist also auch beim Thema Digitalisierung, dass es nicht nur eine Abteilung oder ein Mensch in einem Unternehmen rumreißen kann. Und dafür hast du dich jetzt ja auch stark gemacht, dass das durch ein ganzes Unternehmen oder eine ganze Organisation gehen muss. Und da stellt sich mir immer die Frage, wie kriegt man das hin? Welche Anreize kann man schaffen, damit das passiert? Weil dieser Appell, der resoniert vielleicht noch. Da denken sie, ja klar, ich müsste mitmachen, aber dann geht das vielleicht in der Alltagsroutine unter, weil einfach andere Prioritäten entstehen. Was kann man tun? An welchen Hebel kann man ansetzen, um dieses Mitmachen zu fördern? Ja, also das Fördern kommt im Idealfall natürlich von ganz oben. Also die Geschäftsführung muss dahinter stehen und muss das wollen und am Ende den Mitarbeitenden die Möglichkeit geben, sich da einzubringen. Und das ist natürlich dann erschwert, wenn man nicht in der Geschäftsführung sitzt und die Geschäftsführung vielleicht die Möglichkeit nicht eröffnet. Okay, was ist mein Wirkungskreis? Finde ich hier Gleichgesinnte? Kann ich was bewegen? Wenn ich nichts bewegen kann, dann vielleicht woanders. Aber tatsächlich selbst zu schauen, mit wem kann ich mich zusammentun? Wo kann ich Sachen morgen anders machen? Und ja, mein Plädoyer wirklich, die Verantwortung zu übernehmen, wenn man in der Geschäftsführung sitzt und dafür die Mitarbeitenden zu sensibilisieren und ihnen Möglichkeiten zu geben. Was wären deine Handlungsanweisungen an die Geschäftsführung? Was sind die neuralgischen Punkte? Geht es darum, dass man sich in Konflikten einschaltet und dann auch entsprechend sich für die Seite einschaltet, die eben auf eine Veränderung drängt? Oder was sind so neuralgische Punkte, wo man ansetzen kann? Du meinst, was aus der Sicht der Geschäftsführung? Also außer zu sagen, mir ist das wichtig, bitte mach das so. Ach so. Was sind andere Aktionen oder Szenarien und Gelegenheiten, wo die Geschäftsleitung eben auch wirklich zum Ausdruck bringen kann, dass sie dahinter steht? Ja, die Ziele danach ausrichten, ganz klar. Die Strategie und die Ziele danach ausrichten und danach auch, oft gibt es ja Zielvereinbarungen zwischen Mitarbeitenden und der Führungskraft und in den Zielen das auch zu verankern. Okay, also in Zielvereinbarung verankern. Ja, okay, also eher in die klassischen harten Anreizmechanismen übernehmen. Darum geht's. Genau, also je nachdem, man muss natürlich nach der Unternehmenskultur und Organisationskultur schauen, aber in klassischen Organisationen, wo es eben Zielvereinbarungen gibt, das auf jeden Fall zu integrieren und Teil der Arbeit zu machen, Teil der Aufgabe zu machen. Weil du gerade sagst, Unternehmenskultur als Stichwort genannt hast, das führt mich zu dem anderen Hashtag, zu, wie hast du es genannt, kopieren und relegieren. Meintest du, dass es offenbar nicht üblich ist, in der Baubranche Dinge, die gut gelaufen sind, einfach zu übernehmen? Was ja so im Wirtschaftsleben eigentlich häufiger vorkommt, dass man sich einfach macht und den kopiert. Warum ist das in der Branche genau nicht so? Warum? Man muss natürlich dazu sagen, dass Bauprojekte sehr kompliziert sind, sehr komplex und doch sehr unterschiedlich. Je nachdem, was man im Bestand vorfindet, ist es nicht so einfach, das 1:1 übertragen, gar keine Frage. Aber ein großes Hindernis, ein Grund dafür sind auf jeden Fall auch die fehlenden Kommunikationswege. Also zwischen Architekturbüros wird ganz, ganz wenig kommuniziert. Da gibt es noch eine Kultur mehr des Wettbewerbs und der Ellenbogen, würde ich sagen.
und weniger das wirklich miteinander sprechen, kollaborieren. Hier, guck mal, das habe ich entwickelt. Vielleicht noch nicht gebaut, aber hast du vielleicht ein Projekt, wo man das mal ausprobieren kann und so. Also wirklich der Austausch und das Wissen zu teilen, ist leider nicht selbstverständlich. Eine Kultur zu ändern ist sehr, sehr schwierig und langwierig. Wo siehst du Hebel? Was könnte man ändern? Welche Kommunikationswege könnte man aufzeigen? Ja, also ich habe ein Kommunikationsformat hier gestartet in Hamburg, wo ich 5 Architekturbüros zusammenbringe. Und die treffen sich einmal im Monat regelmäßig für 2 Stunden. Und jeder bringt einen Impuls mit, einen inhaltlichen. Und entsprechend nimmt jeder auch 4 Impulse mit von den anderen. Und das ist ein ganz spannendes Format, weil es eine vertraute Runde ist. Ich kann nachvollziehen, dass man irgendwie auf der Bühne nicht alle Details zu einem Projekt teilen darf, auch manchmal. Genau, es ist eine vertraute Runde, es hat eine Regelmäßigkeit und es geht eben in die Tiefe. Sehr schön. Ich war auf deiner Webseite vorher und habe schon mal ein bisschen geguckt, auch was du suchst, weil das ist bei uns ja auch auf der Bühne immer wieder so ein Thema. Wie können wir helfen mit unserer medialen Reichweite oder wie können wir helfen, wenn es grundsätzlich einfach um Projekte mit Impact geht? Du schreibst, du suchst Architekturbüros, fachplanende Bauherren, Projektentwickler, Generalunternehmen und so weiter. Und Neugier und Wichtigkeit fürs Thema. Wir hatten vorher Christoph Sukop in unserer Runde, der ist auch so ein wirklich bekannter Circular Economy Experte. Er sagt, das Glas ist im Moment so ein bisschen halb voll bei den Projekten, weil die Wirtschaft schwächelt. Siehst du das bei dir auch so ein bisschen, dass jetzt vielleicht das nicht gerade das primärste Thema bei Unternehmen ist und du suchst ja konkret wie Architekturbüros etc. Bauherren. Was ist dein Gespür für die Branche? Ja, das spüre ich auch, gar keine Frage. Es gibt Zurückhaltung, was Investitionen angeht und so weiter, gar keine Frage. Gleichzeitig gibt es einen enormen Druck, Sachen in diese Richtung umzusetzen. Das hatte ich vorhin gar nicht erwähnt, aber beim Thema Ehrlichsein tut sich schon was, glücklicherweise. Es gibt von der EU eine Vorgabe, die Green Claim Directive, die jetzt in nationales Recht übersetzt werden muss und dann, ich weiß nicht, Ende 26 oder 27 in Kraft tritt. Und die soll dazu beitragen, dass Greenwashing auf Webseiten und so weiter eben nicht geschieht und man nachweisen muss, wenn man da reinschreibt, klimaneutral, ökologisch, klimapositiv und so weiter, das muss von einer neutralen Stelle unterlegt sein. Und solche Sachen von der EU, von den EU-Vorgaben führen dazu, dass die Baubranche trotzdem in die Richtung sich bewegt und sich damit beschäftigt. Also ich habe Kontakt zu Produktherstellenden, die sich schon viel mit dem Thema CO2 beschäftigen, aber sagen, ja, wir sehen, was da mit dem Green Deal und Co. auf uns zukommt. Also das dekliniert sich ja runter von den Investitionen der Gebäude dann eben zu den Produkten, die hergestellt werden. Und wenn wir die Vorgaben erfüllen müssen und auch das Thema Kreislauffähigkeit irgendwie beantworten müssen, dann reicht es nicht, wenn wir in 10 Jahren anfangen, weil das dauert 10 Jahre, bis wir uns umstellen. Und das ist denen bewusst und deswegen beschäftigen sie sich trotz der aktuell verhaltenen Lage damit. Ja. Also man sieht, es braucht diesen Druck, diese Regulatorik. Ich würde mir natürlich wünschen, dass das mehr auf freiwilliger Basis ist. Das gibt's auch. Aber genau. Ja. Der Vollständigkeit halber möchte ich natürlich auch noch anbringen, was du als Angebot hast. Ja? Du machst Wissensvorträge und du machst interaktive Workshops. Die Zielgruppe ist, wie gesagt, in dem Spektrum, wie du es gerade erzählt hast. Wie läuft sowas ab? Wie läuft so ein Workshop ab? Ja, ganz unterschiedlich, je nachdem. Also wenn es um ein Projekt geht, um ein konkretes Projekt, wo wir sagen, hier wollen wir mal zirkuläres Bauen ausprobieren, dann muss man in einem ersten Workshop erstmal schauen, mit den Bauherren zusammen, mit der Projektleitung zusammen, okay, was heißt zirkuläres Bauen? Und dann geht es um das Thema Wiederverwendung von Bauteilen, dann geht es um gesunde Materialien, dann geht es um die künftige Wiederverwendung von Bauteilen, also Fügetechniken, dass ich die Materialien in der Zukunft wieder verwenden kann. Und so gibt es einen großen Blumenstrauß, was zirkuläres Bauen sein könnte. Und dann muss man erstmal gucken, was passt bei diesem Projekt, was können wir umsetzen, was wollen wir umsetzen. So fängt das klassisch an und dann geht es darum, die richtigen Plan denn auszuwählen. Und im nächsten Schritt dann auch in einem Workshop alle Planenden zu dem Thema abzuholen und wirklich Bildungsarbeit zu leisten sozusagen und zu dem Thema aufzuklären und zu sagen, okay,
liebe Bauphysikerin, was bedeutet das jetzt für deinen Bereich? Und hast du da bereits Erfahrung oder genau? Ja. Jetzt finde ich es nicht. Also, das ist ein Beispiel für Bauprojekte, aber das ist natürlich dann nochmal anders, wenn es um Produkte geht. Also, es ist sehr unterschiedlich. Sehr schön. Ich finde es nicht mehr, aber ich habe was Nettes gelesen. Irgendwie, du magst Projekte, wo irgendwie so heißt, nach dem Stichwort, so haben wir es noch nie gemacht, so machen wir es auch künftig nicht. Das ist so ein Fall, der dich ganz besonders reizt und motiviert auch. Ja, also nur mit solchen möchte ich zusammenarbeiten. Genau, die sagen, also dieser klassische Satz in der Baubranche haben wir schon immer so gemacht, fällt jeden Tag 30.000 Mal auf den Baustellen. Und es macht natürlich mehr Spaß, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die sagen, ja, haben wir schon immer so gemacht, aber war das richtig? Das zu hinterfragen und gemeinsam zu schauen, okay, ist das heute auch noch zielführend? Ja, genau, ist natürlich eine schönere Arbeit. Sehr schön. Und die gibt's. Also von daher bin ich weiterhin zuversichtlich und ja, habe Spaß dabei, mit genau diesen Menschen zusammenzuarbeiten und das Thema voranzubringen, was nicht einfach ist, gar keine Frage. Da gibt's viele Hürden und Grenzen. Und wir schaffen das alles nicht bei einem Projekt und nicht alles auf einmal, aber so Stück für Stück. Sehr schön. Das führt mich zu deinem Hashtag aufhören lernen. Mhm. Wie kann man aufhören lernen? Hast du da so vielleicht so ein paar Tipps und Tricks, wie man einen Perspektivwechsel hinkriegt, wie man sich hinterfragen kann, ohne sich fundamental jetzt irgendwie in Zweifel zu ziehen? Mhm. Also ich würde sagen, der erste Schritt ist erstmal Einsicht und Reflexion und sich dessen bewusst zu sein, dass gewisse Sachen nicht richtig waren. So. Das ist der erste Schritt. Und der nächste Schritt ist zu schauen, okay, wie kann es denn anders gehen? Also wie muss es anders gehen und wie kann es anders gehen? Und sich da inspirieren zu lassen und zu vernetzen mit anderen. So, okay. Ist das etwas, was individuell passieren sollte oder muss? Oder lässt sich das möglicherweise auch in einer gewissen Weise institutionalisieren auf Unternehmensebene? So eine Art von Reflexion. Gute Frage. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Also ich glaube grundsätzlich die Reflexion natürlich auch, also da sind wir wieder bei der Geschäftsführung natürlich, zu schauen, ist mein Geschäftsmodell, was ich aktuell habe, noch zukunftsfähig und leiste ich damit einen Beitrag zu den Zielen, die wir als Gesellschaft gerade haben und zu den Herausforderungen. Das muss man immer wieder reflektieren, genau. Und da ist natürlich eine ganz große Herausforderung auch zu sagen, nee, es leistet keinen Beitrag und wir müssen etwas ändern und dann ist die Änderung und die Transformation, das ist dann natürlich das Schwere, wirklich den Weg zu gehen, aber erstmal so die Einsicht zu haben und dann zu schauen, okay, was sind die nächsten Schritte, wie lange dauert das, ja, also ganz unterschiedlich, ne? Also wenn ganze Geschäftsmodelle eben darauf basieren, dass man Produkte herstellt, die nicht gut sind, dann ist es schwer, aber erstmal das zu sagen und zu reflektieren, zu sagen, ja, stimmt. Wir müssen anders denken. Ja, ich glaube, das meine Annahme ist, dass Unternehmen am besten Dinge funktionieren, die in einen Prozess gekippt werden. Das ist leider ja oft so, dass etwas Initiativ, Eigeninitiativ und spontan nicht nachhaltig klappt. Was für ein Prozess könnte das vielleicht sein, wenn du mir ja auch zustimmst, dass es ein Prozess sein könnte? Könnte es irgendwie ein, ich denke jetzt mal, ein Jour-Fix einmal im Monat sein, wo man, wie auch immer man ihn nennt, wo man halt da fragt, so, tun wir eigentlich gerade das Richtige? Ist das eine etwas ja, eine gute Idee? Oder? So fix vielleicht, je nach Unternehmensgröße, muss man da, glaube ich, einmal sehr kompakt darauf schauen und sehr, sehr gezielt darauf schauen und dann eben auch Maßnahmen ergreifen, die sehr strukturell eingreifend sind. Und dann vielleicht in einem so fix zu überlegen, okay, sind wir noch auf dem richtigen Weg? Was machen wir als nächstes? Erreichen wir die Ziele, die wir uns gesetzt haben und so weiter. Aber ich glaube, am Anfang muss man sehr grundlegend einmal dazu recherchieren und in die Tiefe gehen. Ja. Sehr ist schön. Möglicherweise, es ist auch sinnvoll, mentale Übungen zu nutzen. Also genauso wie man sich morgens eine To-Do-Liste schreibt, gibt es irgendwie eine mentale Übung, dass man regelmäßig irgendwas nachdenkt, was in diese Richtung geht. Ja, vielleicht. Nachdenken hilft. Wir sind leider schon am Ende unserer Zeit, liebe Caroline. Hat Spaß gemacht, lieber Berti. Jetzt kommt Camila, die kennst du auch gut. Die hat auch unsere Verbindung hergestellt. Ja. Auch da geht es um zirkuläres Bauen, Woody und Wooden Valley. Da läuft eine Crowdfunding-Kampagne. Ich bin gespannt, wo Camila und Robert stehen. Ich freue mich auf den nächsten Slot und ganz toll, dass du dabei warst.
Berti, wenn du magst, bleib gerne noch mal dabei. Und wir würden in 3 Minuten weitermachen mit Camilla, Pasco und Wooden Valley. Bis gleich. Super, vielen Dank euch. Ciao, Caroline. Mit dir. Tschüss. Ciao.